Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier bei Miscreated. Und zwar gab es ein Mega-Update, man muss das ganze Spiel unterschieden und da haben sie eben halt diese Shadow-Sachen eben halt verändert. Und zwar man sieht hier, es gibt neue Grafikeinstellungen, also gerade das Licht soll sich jetzt wohl in anderen Bereichen auch anders verhalten, wie zum Beispiel in einem Haus, ja, da, das Maus ist noch ganz schön schnell, soll wohl andere Schattenverhältnisse sein. Ja, wir gucken mal, ob das tatsächlich auch so ist. Wir müssen uns aber erstmal was zu trinken holen. Ich musste natürlich meine Tastatur wieder mal neu belegen, weil mit einem neuen Download war leider auch die Tastaturbelegung anders. Und wir sehen, wie der Baseballschläger jetzt schön durch den Körper hier einmal durchgeht. Ist natürlich eine schöne Veränderung, aber man sieht tatsächlich, die Schattenverhältnisse haben sich deutlich verbessert. Finde ich cool, also wenn ein Objekt hier so im Schatten so, also wirkt zumindest am ersten Moment erstmal besser. Ist die Frage natürlich, wie weit ist das jetzt besser gegenüber vorher oder wie weit auch nicht. Aber das können wir nicht beurteilen, weil wir erstmal trinken brauchen. Inventar habe ich geguckt, es ist nichts gewipedworden, bis auf dass unsere Person eben halt weiß ist. Und wir ziehen jetzt einfach mal nach unten. Ich bin jetzt echt von ausgegangen, dass alles weg ist. Aber da haben wir Glück gehabt. Und wir müssen schnell Wasser finden, sonst sind wir dort. Und bei der Temperatur sehe ich auch gerade was. Wir sind bei 40 Grad, das scheint wohl ganz gut zu sein. Vorher waren das ja immer im Prozent, womit ich ja nichts anfangen konnte. Das haben sie jetzt tatsächlich auf Grad Celsius abgeändert. Finde ich gut. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Grafik jetzt nicht mehr so gut ist wie vorher. Ich bin mir da nicht sicher, es ist immer noch alles auf sehr hoch. Hätte eigentlich so bleiben sollen. Oh, es leckt aber hier gerade. Wieso leckt denn das jetzt auf einmal? Spiel? Hallo? Okay, müssen wir mal gucken, ob das mit dem Lecken so bleibt. Wie gesagt, das ist jetzt ein ganz neues Update gewesen. Und also schattenmäßig sehe ich schon, sieht geiler aus, aber was ist denn hier los? Das leckt also richtig mies. Stammbild? Oh, jetzt geht's weiter. Muss ich nach links, rechts bewegen, vorne und gedacht, bleibt einfach stehen. Ja gut, wie gesagt, das ist noch eine Early Access, kann passieren, gerade wenn sie eine neue Technik einführen. Sie selbst preisen sich damit, dass sie die Erste sind, die diese neue Technik tatsächlich benutzen. Okay, wenn das eben halt sonst noch niemand macht, kann ich das nachvollziehen. Da gibt es auch wenig Tester, finde ich aber gut, wenn es eben halt überhaupt welche testen. Und ich finde schon, dass das Lichtverhältnis hier so in Räumen... na gut, hier die Wand, obwohl das kommt durchs Fenster, das kann schon hinkommen. Schon besser gemacht. Wirkt realistischer. Nägel. Nägel brauchen wir, haben wir gelernt. Die Frage ist, was werfen wir weg? Wir haben nichts zum Wegwerfen, was natürlich ein bisschen scheiße ist. Und es leckt schon wieder. Hier, ich kann wieder nichts machen. Frames auf 60 runtergefallen, trotz keiner Bewegung. Also das Update hat schon so seine Macken, ne? Und ich dachte, wie gesagt, erst wirklich, wir müssen jetzt komplett von neuem anfangen. Ach, also mit dem Lecken, das geht gar nicht. Sorry, aber so kannst du das Spiel nicht spielen. Ich weiß nicht, was hier los ist, warum das so leckt. Es ist jetzt kein weiteres Update mehr in der Pipe oder sowas bei mir, dass mein Rechner tatsächlich so lecken könnte. Ist auch das einzige Spiel, was sich so verhält. Also gehe ich mal von aus, dass das am letzten Update hängen muss, denn davor hat es ja auch wunderbar funktioniert. Hm. Sieht geil aus, wenn das aber dieser permanent einfriert, das Bild, das ist ja nicht mehr leck, das ist ja wirklich einfrieren. Pick-up, ja, ich möchte es nicht pick-upen, ich möchte es eigentlich trinken direkt. Geht so nicht, das heißt, ich schmeiße jetzt mal wieder die Antibiotika raus. So. Gleich konsumiert. Ist natürlich gut, dass wir was zu trinken gefunden haben. Brauchen wir auch, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Eine Dose reicht alleine nicht. Und wir wollen ja noch unsere Base weiterbauen, das kommt ja auch noch hinzu. Öl, Zündkerzen, Ah, komm, also schattentechnisch sieht es schon cool aus, aber wie gesagt... Und ich habe schon einen Mega-Rechner. Ich muss uns mal echt überlegen, ob ich meine Grafikeinstellung nochmal runterschraube hier. Und gucke, ob es dann besser wird. Oh, was ist das? Ein Eimer Wasser? Hätte ja sein können, dass ich daraus trinken kann. Kann ich leider nicht. Ich habe keine Option, irgendwie hier den Eimer Wasser zu benutzen. Essen, trinken, essen, trinken. Gab es doch immer einen Überfluss. Jetzt gibt es hier nur noch einen Abfluss. Und selbst aus dem darf ich nicht trinken. Naja, aber ein so ein Energy haut anscheinend nicht mehr ganz so gut rein. Zumindest habe ich jetzt kein Verständnis mehr dazu, wie es vorher war. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ach.
Okay, anscheinend ist das Becken ein kleines bisschen weniger geworden. Oh, eine Wasserflasche. Ja, eine Wasserflasche. Das finde ich auch gut. Wie gesagt, die Antibiotika sind bei uns immer das Erste, was wir testen. So, jetzt sieht das mit dem Trinken auch schon wieder viel besser aus. Wir sind schon wieder im grünen Bereich. Brauche ich natürlich auch wieder was zu essen. Sind wir natürlich auch am Gucken. Und die Autos sehen nicht mehr so scheiße aus. Nicht mehr ganz so scheiße wie vorher. Sie sind ein bisschen mehr ausgebrannter als so eine reflektierende Metalloberfläche. Silber. In der Küche, wollte ich sagen, hatten wir doch immer Essen, Trinken gefunden. Also das sollte zumindest immer noch da sein. Ist es auch. Jetzt bräuchten wir aber langsam mal Essen. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts gesagt. Ich habe das Gefühl, es wird alles gut. Unsere Werte sind fast auf 100%. Jetzt noch eine Dose Essen und ich würde sagen, wir können mal weiter anfangen, noch die Base zu bauen. Ja doch. Also mit dem Schatten, das sieht deutlich besser aus als vorher. Sind so Kleinigkeiten, woran man das merkt. Auch hier merkt ihr das mit dem Lichteinfall. Auch der Reflexion des Lichtes auf dem Fußboden wieder zurück an die Wand. Dafür ist die Wand schattig. Doch, gefällt mir. Und jetzt scheint das Lecken auch weg zu sein. Vielleicht muss man sich immer erst irgendwie 10 Minuten bewegen, bevor der Rechner hier alles wirklich so lädt, wie er es laden soll. Auch das Lichtverhältnis, wenn man rausguckt und man ist in einem dunklen Raum, dass draußen dieses leicht hellere reflektiert, das ist... Also gefällt mir. Doch, doch, das ist besser geworden. Schöne Technik. Auch wenn man hier reinrennt aus dem Dunkeln hier rein, also dass dann erst die Augen sich dran gewöhnen müssen, das wirkt schon sehr realistisch. Das können wir gleich jetzt hier nochmal testen, wenn wir mit Speed ein bisschen rein. Noch müsste dunkel sein, jetzt müsste es langsam heller werden. Und wird's auch. So ist es ja auch tatsächlich in echt, wenn man zumindest davon ausgeht, dass es draußen sehr hell ist, dass die Augen so eine ganz kurze Umgewöhnungsphase brauchen. So, wo sind meine Antibiotika? Wo sind meine Antibiotika? Okay. Wir haben keine Antibiotika mehr. Ja, das sieht doch gefällt mir. Ich taste das ja gerne mit dem Licht mit euch mit. Hier auf dem Stuhl. Das sieht wirklich echt aus. Viel besser. Viel, viel besser. Oder was sagt ihr? Gefällt euch die neue Grafik tatsächlich besser? Soll ja auch mit dem User Interface. Na gut, die Person ist ein bisschen überblendet. Ja, da liegt noch ein Mac. Ich überlege gerade, ob ich das mitnehme. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal liegen. Ich brauche es ja nicht. Ich würde mal sagen, wir widmen uns wieder dem Basebau. Wir haben jetzt ja Essen, Trinken, sind wir auf einem guten Stand. Das ist übrigens... Oh ja, guck mal, auch wenn wir hier durch die Tanne laufen, wirkt auch der Charakter deutlich dunkler. Wo mehr Schatten ist und heller. Seht ihr das? Nicht nur Schatten drauf, der irgendwie reflektiert, sondern tatsächlich auch die Lichtstärke tatsächlich auf den Gegenständen hier. Doch. Also, okay, die Kamerafahrt war jetzt ein bisschen schlechtes Beispiel dafür, aber das ist schon realistisch. Schöne Technik. Gefällt mir. Die heißt aber ganz komisch und ganz kurier. Okay, das mit dem Baseballschläger finde ich ein bisschen ungeil. Einen Baseballschläger mit. Ich habe gesehen, dass man doch hier unten bauen kann. Und ich wundere mich, warum ich das nicht kann. Base. Ich würde gerne hier was hinbauen. Ich möchte gerne das Gebiet einnehmen. Darf ich nicht. Wir hatten doch schon mal einen Wasserturm. Erinnert ihr euch? Der war zwar nicht umzäunt, aber da konnte man was hinbauen. Hier kann ich nichts hinbauen. Das ist skurril. Auf einer Straße kann ich es doch. Ich kann es theoretisch auf eine Straße bauen. Okay. Die Frage, ob man das auch in der Stadt bauen kann. Ne? Das müssten wir mal auch testen. Ich sprinte hier gerade mal ein bisschen hoch. Solange man das Sprinten nennen kann. Ja, hier wollten wir bauen mit der schönen Aufsicht in die Stadt. Da können wir auch immer in die Stadt gehen und uns gewisse Sachen holen, die wir brauchen. Habe ich die gedreht? Hä? Wieso steht da schön? Habe ich irgendwas gedreht? Ich nehme das nochmal, please. Ja, jetzt ist es wieder gerade. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Man kann das drehen, das weiß ich.
testen wir das mal an dem Schild, wie man das drehen könnte. R, Rotate ist es nicht. G ist es nicht. Ich habe es ja ein bisschen umgekehrt, zumindest. F ist es auch nicht. C ist es nicht. V ist Kick, okay. Muss ja einer der Tasten sein, die ich hier oben bewegt habe. Ist es auch nicht. Ach, mit Alt. Ah. Okay. Ich finde den Platz hier an sich noch nicht mal schlecht. Jetzt ist er natürlich mit der neuen Technik noch leichter zu sehen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Von unten ist er natürlich auch sichtbar. Auch nicht schön. Okay, vielleicht suchen wir uns doch mal eine andere Stelle. Ich mache das jetzt hier. So. Das ist jetzt mein Camp hier. Mein Gebiet. Und ich baue auch mal eine Tür. Die Tür haben wir ja schon, also platziere ich sie jetzt auch gleich. Und dann fangen wir an, um die Tür herumzubauen, würde ich sagen. Okay, den Baum kann ich leider da nicht mit einbinden. So, ich habe jetzt einfach mal die Tür gesetzt und jetzt wollen wir einfach mal eine Wall kreieren, oder? Kreieren. Crafting. Structure, Wood, und das ist eine Wooden Wall Pen. Das brauchen wir, das hier. Dafür brauchen wir 3 Lamps und dafür brauchen wir ganz viel Holz. Das ist natürlich mittelmäßig gut. So, bevor es wegrollt. Craft. Jetzt haben wir einen davon. Damit das nicht wegrollt, schmeiße ich das einfach mal dahin. Und dann bleibt das hier hinter der Tür hängen. Ich nehme die Tür als Auffanglager. Du musst immer aufpassen. So. Wieder 2. Tür abbaut und wieder einsammelt, dann ist sie wieder pristine. Habe ich es eingesammelt? Scheint so. Ja, habe ich. Dann können wir die anderen beiden nämlich jetzt auch wieder einsammeln. So. Und daraus machen wir jetzt uns die Wallpane, gell, da. Eigentlich soll man, glaube ich, alles auf einer Rampe bauen, ne? Oder auf ein Fundament. Floor, wollen wir uns erst ein Floor oder erst die Wand? Und was ist das hier eigentlich? Ja, super. Furniture. Ich weiß nicht, was ein Furniture ist. Es tut mir leid. Ich mache jetzt doch erstmal die Floor, habe ich mich erstmal dazu entschieden. Plattform. Das ist das kleinste. Das baue ich jetzt erstmal, weil wir haben ja die beiden Komponenten noch. Wir wollen uns ja mal hier ein bisschen rantesten. Clays. Oh, das ist ja süß. Vielleicht hätte ich das auf einem ebenen Untergrund machen sollen. Wir testen uns aber Stück für Stück ran. Okay, vielleicht hätten wir doch erstmal eine Mauer machen sollen. Was brauche ich denn für eine Wall? Gucken wir, was wir hier noch haben. Oh, genau das, was wir gerade verbraucht haben im Grunde. 1x3 ist ja auch nicht besonders hoch.
Das wäre, glaube ich, das Größte. Da bräuchten wir zwei Wallpen und zwei. Oh Gott, da brauchen wir richtig viel Holz. Ich lasse das jetzt einfach mal heute auch so stehen hier. Wir fangen hier ganz gemütlich an. Ach, schon mit dem Schatten sieht schon geil aus. Jetzt müssen wir erstmal hier Wood Components, den hier machen. Das ist ja ätzend. Na, Holz kriegen wir anscheinend nicht, doch. Habe ich. Nee, habe ich nicht eingesammelt. Nicht so einfach aus, würde ich gerade sagen. Langsam könnte ja auch mal Holz rauskommen. So, da haben wir das zweite Holz, was wir brauchen. Dick, 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 dick. Oh, jetzt muss ich aber eins davon mindestens abwerfen. Und ich mache das mal wieder hier hin. So, ich werfe beide ab. Beide bleiben hier dran hängen. Nur, dass wir die Tür dahin platziert haben. Ich sag's ja. So, aufgesammelt. Oh, das ging jetzt schnell. Ich möchte das gerne wieder einsammeln. So, na komm schon. Pick up. Wo ist Pick? Nein. Jetzt habe ich es aufgesammelt. Naja. Aber wir können die Tür auf und zu machen. Das funktioniert schon mal. Jetzt haben wir drei davon und damit können wir uns eine Wallpanel machen. Eine einzige gesagt, ne? Schwupp. So. Und zum Craften dieser Wall braucht man zwei davon. Oh Mann, das wird ja noch ein hier ein Holzverbrauch sondergleichen. Also ich würde sagen, eine Base alleine ist, naja, ne? Perlen für die Säue. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen uns ja mal dran versuchen. Und das machen wir hiermit auch. Okay. Eins mehr bekommen. Also, dass man die Maus sich langsamer stellt. Furchtbar. So, alles Holz liegt noch da, sehr schön. Der Baumfäller. Die Folge. Die härtesten Baumfäller der Welt. Frag mich, wie viel Holz man aus dem Baum kriegen kann und endlich. Fällt er irgendwann? Na komm, einen möchte ich. Jupp, einen wollte ich. Noch eine Wall. Zwei Wall-Panels brauchten wir und dann brauche ich nochmal davon einen. Ich schmeiße da nochmal raus. Das heißt, einen habe ich davon. Das heißt, einen brauchen wir noch. Das heißt, es ist noch zweimal Holz. Yeah, hack drauf ein, mach ihn kaputt. Bäume werden überbewertet. Scheiß die Natur, wir machen sie kaputt. So. Ich würde sagen, damit haben wir jetzt. Wir brauchen alle vier Komponenten bei uns drin. Ich muss was rauswerfen. Ja, ich hatte die Hoffnung, dass der nicht so weit wegrollt und dass wir den am schnellsten wieder einsammeln können. Wall, blub. Baseballschläger hat er eben noch gehabt. So, und jetzt haben wir vier Panels und ich möchte ein kreieren, eine Wall und zwar eine 2x2. Für die er überhaupt nicht Zeit braucht.
Ich mag das mit den Schatten, dass das hier so dadurch, dass ein Schatten es ganz anders Licht kriegt und auch mit den anderen Lichtreflektionen. Das sieht wirklich realistisch aus. Finde ich sehr schön. Okay, so groß ist die. Ah, ich habe die nicht richtig platziert. Okay, jetzt muss ich wieder Sekunden warten. Oh, ich habe doch drauf geklickt. Muss ich mit der Maus draufklicken? Wahrscheinlich wieder. Yep. Nein, es rollt. Wo ist es? Ich sehe. Alter, jetzt sehe ich es nicht mehr. Also Third Person war ja gerade Kacke, das aufzusammeln. Wo ist es hin? Ist es im Fußboden verschwunden? Nicht wirklich, oder? Ach, leck mich doch am Arsch. Spätestens hier unten müsste es sein. Wo ist das Paket hin? Also ich hab's nicht. Warum packt das aber nicht in. Das ist doch ein. Ja, damit ist. Ja, ne? Habt ihr gesehen, wo das ist? Ich sammle jetzt erstmal den Baseballschläger ein, bevor der auch noch weg ist. Schön, wie die Third Person mir gerade das Ding hier gerade versaut hat, ne? Und geht die Axt eigentlich kaputt? Der sieht so rostig aus. Nee, geht nicht kaputt. Ich glaube, das Ding ist im Fußboden versunken. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Naja, wie gesagt, ich konnte leider heute nur diese eine Folge aufnehmen, aber die Zeit wollte ich nutzen. Ich wollte hier auch ein bisschen weitermachen. Tut mir leid, dass jetzt unsere Wall verschwunden ist. Ich weiß nicht, wo die muss im Fußboden verschwunden sein. Tut mir sehr leid, jetzt müssen wir das natürlich nochmal machen. Aber ihr konntet gleichzeitig natürlich sehen, warum ich nochmal 7 GB runterladen musste. Das war tatsächlich das Spiel. Und ihr seht ja jetzt auch an den Lichteffekten, was das natürlich ausgemacht hat. Es ist natürlich noch mehr dazu gekommen, aber die Lichteffekt ist natürlich jetzt das Eindeutigste. Und es gefällt mir gut. Es wirkt sehr realistisch. Daisy, bitte nachziehen. Obwohl, da hast du noch weniger Frames, ne? Obwohl, hier sind die Frames gut. 55, 57 Frames, 56 Frames. Also, ich kann mich nicht beklagen. Na gut, ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall trotzdem gefallen. Und wir bauen natürlich in der nächsten Folge weiter, in der Hoffnung, dass bei uns die Sachen nicht wieder runterrutschen. Vielleicht sollten wir noch mehr Sachen hier hinbauen, woran sich das auffangen kann. Naja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich sage danke, dass du eingeschaltet hast. Wenn es dir gefallen hat, Daumen nach oben, denkt bitte dran. Und hoffentlich schaltet ihr auch wieder in der nächsten Folge ein. Und seid dabei, wenn wir hier unser Camp weiterbauen. Oder in einem anderen Let's Play. Ich habe ja noch viele andere Spiele. Guckt doch mal rein, es lohnt sich wirklich. Ich habe auch wieder ein paar neue, wo ich dran bin. Es würde ich gerne spielen, habe aber momentan ein bisschen viele Let's Plays im Laufen. Na, man hat das halt nicht so leicht. Da muss ich mal andere einstellen, weil so viel kann ich halt nicht aufnehmen und bearbeiten. Trotzdem hoffe ich, dass ihr dabei seid und dabei bleibt. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.